Und jetzt haben wir noch ein 173.000 Gem Opening von. Bitte. Oh. So, wir fangen mit den Special Offer Chests an. Jo Leute, was geht? Chef Strobe ist hier am Start mit einem neuen Video. Heute haben wir wieder ein Mega-Ritter-Opening. Zuerst hatten wir 80.000 Gem-Opening von einem Zuschauer. Jetzt haben wir ein 100.000 Gem-Opening bei mir auf dem Account. Und jetzt haben wir noch ein 173.000 Gem-Opening von, er heißt auf Instagram, mcftw-supremus. Und ja, lasst gerne ein Follow auf seinem Insta-Channel, da wird es mich schon freuen. Er hat hier diese Free-to-Play-Kisten erstmal gespart. Richtig, richtig brutal. Das dauert schon richtig lang. Zwei Super-Magical-Chests, zwei Legi-Chests. Dann noch 173.000 Gems für den Mega-Ritter. Was hat er denn da noch? 12 Siege in der Grand Challenge. Und dann haben wir noch das hier. Also Leute, ich weiß nicht. Besser kannst du eigentlich ein Free-to-Play-Opening nicht machen. Ja gut, wäre noch erst an dem Turnier gewesen. Also, Leute, ich denke, wir fangen an mit den Free-to-Play-Kisten und dann geht's ins Opening. Ich bin richtig gehypt. Mal schauen, was wir dem guten Dude ziehen können. Hat er denn den Mega-Ritter schon? Ich glaube ja, oder? Er müsste ihn ja schon haben. Ja, er hat ihn auch schon auf Level 1. Also ganz, 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 ganz dickes Ding hier. Und Thunderstorm, vielen Dank für dein Sabrino. Einmal den Hype in den Chat. Alter, wird das krank. Dann machen wir hier die Clan-Chest erstmal auf. Komm, da wollen wir gleich mal eine Legendary raus haben. Ah, zu wenig Common Cards. So, 12 Siege. Sollte schmecken. Sollte schmecken, hoffentlich. Die 12 Siegeskiste ist euch immer geil. Wir brauchen hier eine Legendary, komm schon. Chefluck, wir brauchen dich jetzt. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Bitte. Oh ja, es fängt an, Leute, es fängt an. Und wenn jetzt ein Mega-Ritter rauskommt, dann bin ich guter Dinge, dass wir den auf jeden Fall auf Level 3 bekommen. Komm schon, Mega-Ritter. Gut, ein Holz. Legendary ist aber Legendary. Sehr schön. Achte auf das Gold, wird mir auch schon gesagt. Wie viel hat er denn? Oh, 62.000, also alles beruhigt. So, wir fangen an. Ich würde sagen, wir fangen mit den Legi-Chats an. Weil da ist 100% ein Legendary drin, da ist es nie so spannend. Und danach gehen wir rüber zu der Super Magical Chest. Da machen wir zuerst die Angebote auf. Fangen wir mit der ersten Legendary an. Funky. Okay, den braucht kein Mensch. Gehen wir weiter. Naja, gut. Es sind Legendaries, vielleicht wird der Funky irgendwann mal gereworked. Wir wissen es nicht. Mal schauen. Nachthexe. Okay, hat sie auch schon auf Level 3. Wir suchen eigentlich nur jetzt zurzeit den Mega-Ritter. Ich glaube, das ist hier so das Hauptziel in diesem Opening, was wir eigentlich brauchen. Und ich brauche jetzt aus jeder SMC auf jeden Fall eine Legendary, dass wir hier unserem Namen alle Ehre machen, dem Chefluck. So, die nächste, auf geht's. Komm, wir brauchen den ersten Mega-Ritter, Supercell. Dankeschön. Das ist er. Er hat sich nur ein bisschen verändert. Hat so gelbe Ringe vorne dran. Dann gibt uns wenigstens hier auch noch eine Legendary raus. Also ich finde, der Funky ist so die Legendary, über die würde ich mich am wenigsten freuen. Jo, hier sollte auch eine drin sein. Und 25 mal der Golem. Ich sag's immer wieder, wenn ihr keine Legendary bekommt aus so einer Kiste, dann ist es euch immer am besten, wenn ihr eine gute epische Karte bekommt. Und dann werde ich aber jetzt den Mega-Ritter für ihn. Na gut. Soll nicht sein. Egal, aus allen vier Kisten Legendary. Aus zwei war es noch nicht so Ding. Noch nicht so safe. So, wir fangen mit den Special Offer Chests an. Alles klar. Ich hoffe, wir haben mehr Glück, als ich hatte im letzten Opening. Da war, stand auch bei mir, wurde mir auch gesagt, da standen 8 Karten. Das war eigentlich ganz komisch. Ich hoffe, dass wir jetzt in diesen Kisten mehr Glück haben als ich. Weil letztes Mal hatte ich nicht so viel Glück. Da ist die erste. Legi. Und da ist der Mega-Ritter. Sehr schön. Exclusive. Gib uns das Ding viermal und ich bin übertrieben zufrieden. Gib mir das viermal, Supercell. Komm, da wir das letzte Mal so Unglück hatte, als ich dieses Opening aufgemacht habe, soll wenigstens der Zuschauer mehr
Glück haben. Sehr schön. Komm, install die zweite hinterher. Install die zweite hinterher. Ja, gut. Der Funky, ich glaube, der wird hier irgendwie reingebracht werden. Ich grade den mal ab, dass der mich hier nicht nervt, dass der auf Level 3 ist, dass der hier nicht wiederkommt. Kannst gleich mal verschwinden, du bist jetzt Level 3. Deine Aufmerksamkeit ist jetzt erstmal vorbei. Ich weiß, Hashtag Rapper in den Chat, bitte. Das war eigentlich keine Absicht, dass jetzt sowas passiert. Oh, das ist keine Legendary, oder doch? Sehr gut. Mega Ritter, sehr schön. Zweimal. Ich glaube, ich habe ihm auch zweimal gezogen. Wenn wir noch einmal ziehen, wenigstens aus vier Chests, dreimal den Mega Ritter, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Statistik. Ja, das ist auf jeden Fall eine Legendary. Ey, und noch ein Packer 24 Mal. Also mal schauen. Oh, Rack Official, vielen Dank für den Host. Und wir schauen. Nice. Dreimal den Mega Ritter gezogen. Das Ding ist. Ja, er hatte viel mehr Glück als ich. Ich habe aus, glaube ich, aus diesen vier Super Magical Chests nur zwei Legendaries gezogen. War zwar zweimal der Mega Ritter, aber trotzdem. Sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Wir machen weiter. Also ich will jetzt hier auf jeden Fall mal auf Level 3 bekommen. Level 3 wäre auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall geil. Also. Ich weiß nicht. Wir hatten bis jetzt noch keine SMC ohne Legendary. Also, so kann es weitergehen. Friedhof, auch eine gute Legendary. Auch wenn sie genervt worden ist. Wir machen weiter. Ah, das sieht nicht gut aus. Die erste SMC ohne Legendary. Dafür, wie gesagt, wird eine gescheite Epische. Und ich finde, wie gesagt, wenn man eine gescheite Epische aus einer SMC zieht, kann man das verkraften. Sehr schön. Lightning geht auf Level 7. Auch sehr gut. Lava-Hund. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie hat es. Hat, glaubt ihr, Supercell hat da ein bisschen rumgeschraubt an den Super Magical Chests? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Mega-Ritter irgendwie seltener kommt. Das ist wie bei mir. Ich habe im letzten Opening alle Legendaries gezogen, bis auf den Mega-Ritter. Aber der Golem geht, geht Richtung Level 8 und das ist gar nicht mal so schlecht, weil hier der gute gespielt wird, auch mit dem Lightning. Also von daher ist das richtig, richtig gut. Das ist auch wieder eine Legendary. Alter, das läuft richtig gut, Mann. Das läuft richtig sahnig. Und der Miner, ich sag euch das, das ist irgendwie ganz komisch. Da kommt jede Karte, bis auf der Mega-Ritter. Das war bei mir aber auch letztens irgendwie. Und wieder eine Legendary. Oh, guck, Holzfäller, wir gehen. Das war bei mir im letzten Opening auch, Leute. All die jetzt auf YouTube waren, die es noch nicht waren, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Könnt ihr Ausrufezeichen YouTube in den Chat machen oder einfach Chef Strobel suchen. Als ich mein 100.000 Gem Opening gemacht habe, ich habe auch fast, oder ich habe sehr viele Legis gezogen, aber darunter nicht einmal den Mega Ritter aus den Chests hier. Und ich habe ja richtig viel Glück hier in dem Opening. Guckt euch das an. Wir gehen jede Legendary durch. Und irgendwann sollte auch bitte mal der Mega-Ritter kommen. Das ist jetzt wieder eine. Ich wollte sagen, keine. Also wir haben jetzt eine SMC geöffnet, wo keine Legendary drin war. Prinzessin, Lava-Hund, Inferno-Drache, Miner, Banditin, Funky. Jetzt wird auch der E-Wizard. Und dann haben wir echt jede durch. Komm, jetzt gib mir doch mal den Mega-Ritter. Wir wollen den Mega-Ritter hochbekommen. Oh, wieder eine Legendary. Nice. Ja, also. Langsam glaube ich, da ich ja in letzter Zeit so viele Openings gemacht habe, dass da irgendwie ein Algorithmus dahinter steckt. Also wir gehen gerade jede Legendary einmal durch. Und da muss auch mal jetzt der Mega-Ritter kommen. Und wir haben echt Glück, Leute. Das ist mein bestes Opening, was ich bis jetzt machen durfte. Oh, das war. Wartet mal ganz kurz, da ist gerade kurz Sky angegangen. Rippt mich ab. Sehr geil. Vielen Dank, dass Sky sich selbstständig macht. So, wir machen weiter. Ist auch wieder eine Legendary. Na, ist doch keine.
Was war das? Das war Sky. So, die zweite, erst die zweite SMC ohne Legendäre. Ohne Legendäre. Gut, Skelly, machen wir jetzt erst einen Hype in den Chat. Für den neuen Sub. Einmal alle einen Hype in den Chat, bitte. Welcher Account ist das? Das ist von MCFTW aus Supremus, sein Account. Wir haben wieder eine Legendary, aber jetzt soll doch mal der Mega-Ritter bitte kommen. Wir ziehen zwar viele Legendaries, aber wir wollen nicht den Mega-Ritter. Will aber nicht kommen, irgendwie. Komm schon. Komm schon. Sehr schön. Sehr schön. Ist das normal? Also ich glaube, MC sitzt jetzt gerade vorm Twitch-Ding und denkt sich so, okay, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Ich weiß es nicht. Irgendwie ziehen wir jede Legendary außer den Mega-Ritter. Also Leute, ihr seid hier gerade live dabei. Sollen wir das mal Supercell senden und fragen, ob das real ist, was sie hier machen mit uns? Hallo? Das ist normal. Ja gut, das ist irgendwie krass Pech. Wir ziehen jede Legendary bis auf den Mega-Ritter. Wir wollen den Mega-Ritter auf Level 3 haben. Komm jetzt. Wir ziehen so viele Legendaries, das ist krank. Aber nicht den Mega-Ritter. Er schreibt auch gerade, Sparky ist nicht so nice. Ja, das stimmt. Wir machen den guten alten Trick, den ich auch bei mir gemacht habe. Wir bringen ihn jetzt auf Level 2. Weil dann weiß das System, okay, wir wollen ihn haben. Das ist nämlich das Ding. Er schreibt auch schon, wo ist der Mega-Ritter? Ich hoffe auch, dass der jetzt mal langsam kommt. Wir ziehen so viele Legendaries, Alter. Das kann nicht sein. Meine. Den Holzfäller hatten wir einmal. Also, ich ziehe echt viele Legendaries, aber er ist irgendwie nicht dabei. Jo, der zweite Tag in der Subgruppe illegal, YouTube, ich grüße dir und die Faultierbande. Einmal halt für X-Tech in den Chat, das kann ich dir verzeihen. Hast du wieder geresubbt. Öffne Giant Chest, das habe ich angeblich auch schon mal gehört, dass es was bringt, aber jetzt kommt ein. Jetzt kommt ein Mega-Ritter. Ich kann es euch versprechen. Friedhof. Ist die Frage, bringt das was wirklich... Ich habe noch nie gehört, dass das ist, was bringt, dass man eine Giant Chest öffnet, angeblich. Das ist auch wieder eine. Wo ist der Mega-Ritter? Da ist der Mega-Ritter, genau. Was ist das für eine Subgruppe? Kannst gerne einen Mod anschreiben, der lädt dich dann ein, wenn du Line hast, Play to Fun. Ich mache mal eine Giant Chest auf. Ich denke mal, da wird mir hier der MC nicht böse sein. Vielleicht ziehen wir dann echt eine Legendary. Das wäre halt krass. Also, was heißt, wir ziehen eine Legendary, aber wir ziehen hoffentlich dann mal wirklich den Mega-Ritter. Also, wenn er jetzt kommt, dann wäre es ganz brutal. Nee. Stell auf Chinesisch. Ja, wir können ja auch noch Dinge. Wir können auch das iPad rumdrehen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir können jetzt ja jeden Trick ausprobieren. Wir drehen jetzt mal das iPad um. Dann kommt jetzt vielleicht auch mal der Mega-Ritter. Also jetzt kommt er wahrscheinlich, weil ich das iPad umgedreht habe. Nö. Seht ihr? Ich ziehe zwar alle Legendaries, ich habe auch wirklich mega, mega Luck gerade mit den Kisten, aber irgendwie wird der Mega-Ritter nicht kommen. Ich weiß es nicht. Alter, es ist ungelogen, wir haben zwei Super Magical Chests bis jetzt ohne Legendary. Da ist er doch, Mann! Komm, eine noch, Leute! Ihr müsst jetzt alle mal den Chat hypen. Alle mal den Chat hypen, Leute. Wir haben so viele Legendaries gezogen jetzt hier für den MC. Meine Güte. Machst halt ein Turnier, das ist nicht mein Account. MC wollte 2.000 bis 3.000 Gems übrig haben, also er hat nichts gesagt. So, jetzt Leute, noch einmal brauchen wir es. Wir brauchen hier noch ein einziges Mal. Komm, Level 3. Mega-Ritter Level 3. Zweimal hintereinander, dann ist das Ding durch. Dankeschön, Funky. Alter, den kriegen wir auf Level 5 heute noch in der Episode. Alter, wir ziehen so viele Legendaries, Leute, das ist gerade unnormal. Aber ich denke mal, er findet auch andere Legendaries gut, weil die anderen werden ja auch alle hochgehen, wisst ihr, wie ich meine? Also, lieber habe ich eine SMC mit einer Legendary, auch wenn es nicht unbedingt der Mega-Ritter ist und wenn das auch wieder eine ist. Aus allen Kisten, die wir heute aufgemacht haben, waren zwei dabei, die keine Legendary war. Aber bei Max war es ja genauso. Das ist wieder eine.
Nicht. Ich hab gelogen. Aber wie viele Common Cards haben wir gerade bekommen? Ah, die waren so komisch aufgeteilt. Ja, ich glaube, die haben auch im Kartenausgleich ein bisschen rumgeschraubt. Wir hatten wieder drei Kisten aus so einem riesen Opening ohne Legendary. Das kannst du richtig gut verkraften. Bitte jeder einzelne Zuschauer jetzt entweder den Hype-Emote von mir in den Chat oder Hashtag Hype. Ich will den ganzen Chat jetzt voll sehen. Bitte. Wir haben es geschafft. Der ganze Chat voll mit Hype. Nice. Endlich. Das ist geschafft. Das ist geschafft, Leute. Klassiker. Punktlandung. So, wir können noch drei Kisten öffnen. Und dann sind wir ungefähr da angekommen, wo er es wollte. Sehr schön. Der Chat hält sich auch dran. Da freut man sich doch. Ich glaube, das ist keine Legend. Doch, das ist auch eine. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Kisten wir aufgemacht haben. Hat jemand mitgezählt, wie viele Kisten wir aufgemacht haben? Jetzt brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir noch andere Legendaries hochmachen. Alter, wie viele Legendaries wir gezogen haben, das ist ja unnormal. Wieder, es ist ungelogen, mein bestes Opening für Gems, das ich je gemacht habe. Kein Witz. Den Evo-Sand mal auf 3 zu bekommen, wäre auch noch eine geile Sache. Da können wir noch einmal öffnen. Krass. Hat jemand mitgezählt, wie viele Kisten wir aufgemacht haben? Ich habe mit dem Free-to-Play-Opening, mit allen Kisten zusammen heute, die wir jetzt aufgemacht haben, wenn ich sogar noch die 12-Siegesserie mitnehme, aus drei Kisten, also aus drei großen Kisten, keine Legendary gezogen. Wie brutal. Drei Kisten, Leute. Drei Stück. So, wir machen jetzt noch die Magical Chest auf, bis wir ungefähr bei 3000 Gems sind, so wie er es wollte. Überlegt mal, wir ziehen hier noch eine. Boah, das wäre jetzt. Das wäre zu brutal. Bis 3000 Gems darf ich ihn runterdrücken, hat er gesagt. 2 bis 3000. Mal schauen, ob wir noch was ziehen. Na, schade. Am Minipacker geht auch auf 10. Eine machen wir noch auf, würde ich sagen. Dann ist er zwischen 2 und 3000, so wie er es haben wollte. Und dann passt das. Er hat gesagt, zwischen 2 und 3000. Es wird auch keine, egal. Noch ein paar epische gefarmt. Sehr schön. Ich weiß, dass ihr jetzt alle ein Turnier wollt. Wie gesagt, das sind nicht meine Gems, die gehören hier MC. Gut, ich habe bis 2000. Ja gut, ich kann keine Kiste mehr fahren, dann bin ich drunter. Ist wie gesagt nicht mein Account. Weißt du, was AMK bedeutet? Ja, weiß ich. Also Leute, das war's mit dem Opening. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn ihr meiner Community beitreten würdet. War ein extrem krasses Opening. Mega Ritter auf Level 3 bekommen. Lange. Ich habe noch nie, glaube ich, so viele Legendaries gezogen wie in dieser Folge. Also aus drei Kisten keine und sonst im Rest waren eigentlich nur Legendaries in der SMC, auch aus der 12-Siegesserie. Lasst doch gerne ein Abo da bei MCFTW Supremos auf Instagram. Der wird sich freuen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut da rein, euer Chef.